Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge oder auch genannt Aufnahmesession zu Need for Speed 2015 oder nur Need for Speed. Ich weiß es nicht, wie man es nennen soll. Ja, ich bin jetzt einfach mal hier in Fotomodus gegangen und guck mal, was ich so hier so draus machen kann. Und hab noch den Griffbeskern drin, das ist sehr schön. Einfach, weil man es kann, würde ich sagen. Wo eigentlich, wenn man normal steht, müsste man das ja aus dieser Perspektive hier fotografieren, ne? Welche Perspektive ist jetzt so am besten? Naja, egal. So, wir wollen auf jeden Fall losfahren. Oder loslegen. Amy. Hey, ich bin's, Amy. Komm her. Okay, das irgendwie mit zwei Straßensperren. Wir müssen nach Amy. Ist auch gar nicht so weit weg. Amy. Und dann müssen wir, wir machen einmal Amy und dann machen wir Mittel und dann machen wir Spiky. Was wollte die denn noch? Hey, ich bin's, Ames. Hier kommen ein paar Leute zu. Okay. Okay. Ich hoffe, dass das vom Ton her muss das eigentlich auch passen, ne? Scheiße, fällt dir ganz. Auf rumzuhupen, ja. Gar keinen Grund zum Hupen. Es ist ja so, als wenn ich immer hupen tue. Ich habe schon wieder Handbremse angezogen, wieso auch immer. So eng war die Kurve mir auch nicht. Das macht auch voll Spaß hier zu driften, aber dieses Gleiten dann wieder nicht so. So. Gymkhana. Okay. Blue. Worauf wartest du, Mann? Ab an den Start. Ich bin auch am Start. Was ist denn los? Übertrifft die Punktzahl mit Amy, also sind wir jetzt driften oder was? Ich glaube schon, ne? Wenn ich auch driften würde, dann könnte ich das auch mal machen, ne? Ich dachte, ich mag kein Driften. Ja, sollen wir driften? Müssen wir dann noch lange fahren? Ja. Aber wir haben den Wagen ja nicht auf Driften gestellt. Uah. Ist aber ein bisschen gemein hier, ne? Okay, hier können wir driften. Hallo? Also an meinem Computer kann das nicht liegen, eigentlich. Dass der rumhakt hier. Das juckt. Na, das juckt. So, letzte Kurve. Siehst du, würde ich sagen. Scheiße, ist nicht hoch. Ich hab was an der Nase hängen. Der will doch nicht driften hier. Der Wagen, meine ich jetzt.
Aber wir haben die Punktzahl erreicht. Scheiße. Dann sind wir wieder hier durch. Danke. Das war ja gemein hier. So, aber wir sind wieder. Also wir sind der Polizei entkommen. Das wollte ich sagen eigentlich. Oh oh. Was ist los? Und Ziel! Jumpen! Gewonnen oder nicht gewonnen? Bin mir gar nicht sicher. Irgendeiner. Oh, wir haben gar kein Respekt. Level updated. Hey, ich bin's. Wollte mal fragen, was du gerade vorhast. Hey Robs, sollen wir die Straße rocken? Sekunde, ich bin am Telefon. Willst du dich treffen? Mit wem sprichst du? Wart mal. Er soll mitmachen. Je mehr, je besser. Also, was meinst du? Hör doch auf! Wie auch immer, vielleicht sehen wir uns da oben. Hat echt jemand gesagt, die Cops halten sich zurück? Niemals. Hab nicht mehr so viele gesehen, seit der große Streik war. Halt durch, Mann. Mission auf der Karte markiert. Das ist ein Auto. Aha. Okay. Was meint er? Hier. Nee, wir machen jetzt Balki. Hey, yo. Ich hab nachgedacht, okay? Magnus ist kein Superman, stimmt's? Wir müssen also nur das tun, was er getan hat. Paar Rennen gewinnen, die Straßen kennenlernen. Nur das. Ach so. Okay. Hey, yo. Speedray. Punkt zu Punkt Sprintrennen. Ja, welcher ist jetzt welcher? Wir sind jetzt da. Dann wäre der hier an nächsten dran. Dann machen wir das doch. Ja, mal das kaputt machen hier. Okay. 1,5 oder 1 Kilometer noch. Ne? Baum. Straßenlaterne weg. So, da sind wir auch schon gleich da. Ah, wie ist so schwierig gewesen? Entschuldigung. So, einmal starten bitte. Bitte starten Sie. Die Motor. Yeah, hier ist mein Mann. Okay, bringen wir es hinter uns. Gott, der Wagen schon wieder sehr. Also verbeult. 3 Minuten, okay. Hinter uns muss gewinne die Events mit Spike. Okay, das sind mehrere Reise. Und eben. Also unbefestigte Straße ist nicht so gut, wenn man da drüber fährt. Denke ich mal. Würde ich mal so sagen. So, einmal durch den Tunnel. Tunnel. Oh, Tritra-Tunnel. So. Jetzt kann ich nicht durch. Schade. Hätte ich den nämlich repariert einmal.
Feuer frei! Bang, bang! Das war ja haarscharf! Oder heischarf! Gegenverkehr! Der will einfach nicht driften! Müssen wir das halt sein lassen, ne? Haben wir auch nicht zum Driften mehr gebaut. Dambi wackelt mein Mikro. Sehr schön. Also nicht schön. Ja. 1,6 Kilometer. Sollen wir wohl hinkriegen. Leistung hat er zwar, wenn er mal in Drift ist, aber eigentlich soll er ja nicht driften. Und das Fahrverhalten so ohne Driften ist auch nicht so super. So, und im Ziel! Tut mir leid, dass ich immer an der Nase rumfummel, aber die juckt irgendwie. Ein Mann Abrisskommando. Ich glaube, da hängt was. Okay. Wir überspringen das mal. Neue Teilauflage. Super. Können wir das auch irgendwie sehen, was für Teile auf Lager sind? Hallo, ich habe jetzt keine Handbremse gedrückt. Bum, 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 bum. Okay, wir sind jetzt hier oben. Sie ist jetzt hier. Frisch aus dem Wasser. Mhm. Fahre ein Rennen über mehrere Runden bis zum Ziel. Das können wir mal machen. Und dann fahren wir zur Garage. Und dann machen wir hier mit weiter. Mit Sparky. Driften. Oh. Unser Wagen ist kein Drift-Experte. Müssen wir mal gucken. Vielleicht nehmen wir dann den Camaro dafür. Den können wir mal zum Drifter umbauen. Oder dafür umbauen. Entschuldigung. Der will die driften hier. Kannst du sagen, was du willst, aber driften ist nicht so seine Stärke hier. Das müsste wirklich schon wollen oder dazu zwingen. Aber naja, ich wollte das ja auch so. Das ist ein Fotoboard. Wird er hin? Wahrscheinlich hier hinten. RB, okay. Und hier so ein Autoteil. Nitro. Mhm. Wow. Und Donut eingesammelt, super. Also so geht driften, aber auch nicht so super. Der will einfach nicht. Boah. Wie viele brauchen wir noch?
Wir haben noch nicht mal die Hälfte. Den Donut machen wir mit dem anderen Wagen dann. Weil mit dem hier zu driften ist wirklich nicht so einfach. Vielleicht hat er auch noch zu wenig Leistung. Ich weiß es nicht. Aber naja. So. Einmal hier rechts rum. Rechts rum, da wo der Daumen links ist. Okay, und starten. Frisch aus dem Wasser. Wieso frisch aus dem Wasser? Du hast es gefunden. Los geht's. Ja los, kommt! Oh. Auf los geht's los! Zwei Runden, super. Position 2, Position 1. Flotti Karotti. Bessere Bremsen wären vielleicht nicht schlecht. Ich weiß nicht, kann man auch die Bremskraft entstehen? Müssen wir gleich das mal gucken. Das wäre nochmal was. Wir brauchen ja, wenn wir auf Geschwindigkeit sind, müssen wir ja richtig runterbremsen können. Es bringt uns Geschwindigkeit, wenn wir nicht bremsen können. Läuft. Läuft bisher sehr gut. Sogar sehr gut, würde ich sagen. Jetzt gehen wir wieder links rum. Ein Hundbild. Lieber ein Hund als eine Katze. Keine Ahnung wieso. Ich dachte, das ist lustig. Eigentlich wollte ich auch was anderes sagen, bloß ist jetzt nicht eingefallen. Was ist das? Oder was man sonst sagen oder erwähnen darauf könnte. Oder lieber ein Hund statt ein Wolf. Das wäre vielleicht eher. Wenn hier ein Wolf ist, ja dann... Ja. Wäre jetzt auch nicht obermäßig verwunderlich, weil ich wohne ja am Rand vom Wald, obwohl das hier eine Siedlung ist. Wenn man hierher kommt, dann müsste er irgendwie durch den Zaun gekommen sein und durch mehrere Gärten schon gelaufen sein. Oder halt... auf der Straße hier entlang. Und dann ist ja Pan. Ja, hier so viele mit Kinder und mit Hunde sind und hier ist auch eine Schule in der Nähe und Kindergarten und so. Aber ich bin so, ja gut. Und sonst sind ausrotten und fertig. Und, ja. Schluss, Feierabend. Wir können sowieso alles, was uns gefährlich ist, ausrotten, ohne Probleme. Aber es ist kein Thema, was hier eigentlich hingehört. So, ich will... immer noch 24 E. Mann, das war irre! Fisch ist so krass! Du musst zum nächsten Treffen kommen! Viele Leute, tolle Stimmung, nicht verpassen. Okay, so. Hier lang. Wollen wir mal gucken, ob wir die noch mal ein bisschen hier tun können. So schnelle Bewegungen sind halt tödlich. Dafür ist er nicht agil genug. Irgendwie
Als wenn der, ja, Lenkeinschlaf begrenzt ist. Oh mein Gott. Oh. Weiß auch gar nicht, wieso ich jetzt so wieder so müde bin, ey. Nitro, Bremsen. Nitro auf S. Was ist denn Nitro? Oh, haben die sogar schon R. Okay, was hatte ich noch hier? Verstellbare Bremsen auf I. Ich glaube, das hatten wir auch schon. Bremsen auf E haben wir schon. Okay. Handling-Abstimmung. Reifendruck. Bremshilfeassistent aus. Launch. Bremskraft. So, machen wir mal ein bisschen auf mehr. Hatte ich ja gesagt. Optik. Das war ja das. So kann damit ja nicht. 39 Kotflügeln. So, da wollte ich ja die hier. Oh! Ist das jetzt dein Ernst? Wir warten, bis wir hinten auch Korb machen können. Duff. Ja, doch, das ist ja. Siebenundzwanzig. Von vorne sieht er voll geil aus, von hinten. Ach, naja. Heckschürze. Ja, den kann man nicht so geil aufbauen hier, finde ich. Keine Teile verfügbar. Naja, können wir vielleicht noch mal einen anderen Auspuff nehmen hier. Verus. Den habe ich dran, den hier. Vorhanden. Wir nehmen den hier. Ja, das sieht schon mal ein bisschen besser aus hier. Spoiler. Nee, da behalten wir den nochmal. So, dann lassen wir das so. Konnten wir leider zwar nicht viel dran machen, aber naja. Das war ein Satz mit X, das war wohl nix. Oder wohl ein Hicks. Ich glaube, ich werde ein bisschen dunkel hier, ne? Ich glaube, bei diesem Spiel passt das auch. Ich kann auch mal ein bisschen hier rankommen. So,
Sparky. Okay, das ist das Rennen hier noch. Dann fahren wir doch da dort hin, wa? Verrückte Tour? Ja, verrückte Tour. Gewinne die Events mit Spikey. Ah, seht, wer da ist. Macht Platz für den König. Okay. Also für mich. Oh. Tschüss. So, aber ich glaube, die Bremsen können wir noch mal ein bisschen schärfer machen. Die Bremsen nämlich nicht. Ist das ein Skyline? Nee, BMW. Ist das Spikey? Spikey fährt ja ein. Ja, genau. BMW. Das blendet voll geil. Das blendet voll geil, ey. Dabei wollte ich eigentlich nur ausdrücken, dass das voll gut ist. Was mir so ein bisschen stört an das neue Need for Speed, also am Payback, ist diese freie Fahrt. Oder nicht freie Fahrt, also diese freie Welt, sag ich mal so. Da sollen sie dann lieber wie hier bleiben oder halt noch ein bisschen die Felsen so machen, dass man da dann rüberfahren kann, aber dass man nicht wieder zurückgesetzt wird, wenn man irgendwo runterfällt. Das ist voll nervig. Da muss man halt warten, bis du halt unten bist oder nicht, oder halt dich wieder zurücksetzen, ne? Aber nicht von alleine. Willst du runter und dann sagt das Spiel, nö. Dann lieber eine feste Welt. Also eine begrenzte Welt, sag ich mal so. Na, wie hier. Kannst ja auch nirgendwo anders hinfahren. Dann lieber so eine Welt. Und dann das Offroad-Gedöns sein lassen. Ich bin auch ziemlich ruhig, weil ich weiß nicht, worüber ich reden soll. Ich will ein bisschen besseres Gameplay hier abliefern. Es gab ja auch keine Kommentare, wo ich drauf eingehen könnte oder so. Ich finde es zwar ein bisschen schade, aber oh, naja. Ich habe niemanden zu irgendwas zwingen. Möchte ich auch gar nicht. Er hat seine eigene Meinung und ja, so. Schiebt irgendwie so ein bisschen über Vorderachse. Oder über Vorderräder. Wir sind gleich da am Ziel. Chicka chicka chicka, ciao ciao.